Hallo, mein Name ist Kerstin Stephan. Ich begrüße euch recht herzlich und möchte euch heute ein wenig erzählen über meine Arbeit als Collagistin. Mein Hauptarbeitsfeld ist die Collage, also direkt die Papiercollage auf Trägermaterial wie Papier, Pappe oder auch Holz. Gekommen bin ich zur Collage über die künstlerische Arbeit mit dem Material Farbe, also über die Malerei. Über die Malerei, über die Zeichnung. Bis ich halt merkte, dass sich die Collage immer weiter in die Malerei einschlich. Und irgendwann sich das verselbstständigte und ich eigentlich nur noch in der Technik der Collage arbeitete. Das Interessante an der Collage ist, man kann halt nicht so wie bei der Malerei einfach losgehen und Farbe kaufen und anfangen. Also man muss hier schon etwas länger suchen. Also die Collagenarbeit selber unterteilt sich für mich in drei Gebiete. Das ist einmal das Suchen und das Finden des Materials. Das zweite ist dann die etwas ruhigere Arbeit. Das ist das Schneiden, das Ausschneiden, das schon mal überlegen, was macht man mit den einzelnen Elementen. Und der dritte Bereich ist dann der, der eigentlich der schönste mit ist, wo man anfängt halt zu legen und Dinge zusammenzustellen und ganz neue Welten für sich erfindet. Das Wichtigste für mich ist in der künstlerischen Arbeit immer wieder die Gedanken auszuschalten, also auch wirklich frei zu arbeiten. Beispiel dafür sind mir Kinder. Kinder sind in der Lage, ganz abzuschalten und ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Das war eigentlich immer mein größter Wunsch, das selber wieder mal zu können. Und es hat sich insoweit für mich bestätigt, dass ich es in der Collage ganz gut kann. Also insoweit, dass ich wirklich den Kopf ausschalten kann, keine Themen mir vornehme, einfach anfange. Es hat sich auch noch eine zweite Richtung entwickelt. Das ist dann letztendlich die Collage von der Collage. Das ist die Arbeit am Computer. Das heißt, ich arbeite frei in der Collage, in der Papiercollage. Das ist ganz freie Arbeit. Auf sehr großen Trägerelementen, das wird dann später wieder abfotografiert oder eingescannt. Mit diesem eingescannten Material arbeite ich dann am Computer und erstelle neue Sachen, indem ich sie am Computer ausschneide und in einen ganz neuen Kontext stelle. Dabei entstehen dann meist Illustrationen. Meine Arbeit selber geht auch mehr in die Richtung der Illustrationen, obwohl ich keine klassische Illustratorin bin, weil ich nach wie vor ganz frei arbeite und die Illustration mehr so ein Zweitbereich ist, mit dem ich mich beschäftige, was ich halt anbot durch diese freie Arbeit der Collage. Ja, dann ist es im Prinzip so, dass ich anfange zu sammeln. Das Sammeln und Suchen erfolgt über Trödelmärkte. Das ist etwas, was ich schon immer gern tat. Ich besuche Antiquariate. Die kennt man dann mit der Zeit auch schon. Es passiert schon auch mal, dass ich in einem Papiercontainer nachschaue oder Freunde frage. Man sammelt dann auch für mich. Es ist auf alle Fälle eine sehr, sagen wir mal, sparsame Variante, künstlerisch tätig zu sein. Es ist lange nicht so teuer wie die klassische Malerei. Wenn ich dann angefangen habe und gute Bücher zusammen habe, wie gesagt, dann fange ich an auszuschneiden. Das kann schon mal ganz paar Wochen dauern. Dann ist wirklich nur Sitzen angesagt und die Schere. Und irgendwann wird es dann ganz spannend, dann gehe ich dann auf den Boden, bereite das Trägermaterial vor und fange an, die Elemente, die ich ausgeschnitten habe, zu sortieren. Versuche ich jedenfalls, es gelingt mir nicht immer die Sortiererei. Es ist dann letztendlich so, dass alles da vor mir liegt, hunderte Elemente, und ich dann anfange zu puzzeln. Eine Zeit lang habe ich das so empfunden, dass das so eine Art, ich kam mir vor wie eine Art Weltenlenkerin. Also man muss sich vorstellen, man sitzt im Prinzip auf der Erde, vor dir die große das Trägermaterial, die Pappe, und du arbeitest mit den Elementen wie mit, wie heißen die, Legosteine, und baust deine ganz eigene Welt zusammen. Also du kannst oft weiß ich zum Beispiel noch bestimmte Bildmaterialien, die ich ausgeschnitten habe, wo ich die her hatte, die waren meinetwegen in einem ganz ernsten Zusammenhang in einer Zeitschrift und kommen jetzt mit ganz anderem Material zusammen, sodass man auch oft zu sehr kuriosen Zusammenspielen kommt, was mich natürlich immer wieder sehr erfreut während der Arbeit. Und ich als Weltenlenkerin dann mehr oder weniger die Sachen zusammenbringe
und es dann für mich, so wie sicherlich auch für den Betrachter, ganz neue und andere Geschichten entstehen, die nicht immer real sind sicherlich, weil auch die Perspektiven nicht stimmen. Ja, dann habe ich das dann so weit, dass ich diese schöne Arbeit des Kollagierens im Prinzip gemacht habe. Dann kommt die etwas nicht so schöne Arbeit, das ist halt die Arbeit des Klebens. Die versucht man dann so schnell wie möglich und so gut wie möglich zu erledigen. Später danach kommt es dann nochmal dazu, dass ich mit Worten, dass ich halt Sätze und Worte ähnlich benutze wie die Papiercollage, auch als Collage, aber insoweit, dass die Sätze und die Worte sind Elemente der Gestaltung für diese Arbeit. Aber ich hole diese Sätze, diese Worte, diese Sprüche hole ich mir aus anderen Büchern, also Bücher, die ich im Moment gerade lese und liebe. Im Prinzip ist es eine Sprachcollage. Diese Sätze setze ich dann mit anderen Sätzen von ganz anderen Dichtern oder mit meinen eigenen wieder zusammen, bringe diese Sprachvarianten auf das Bild, oftmals auch sehr klein, so dass es so aussieht, als ob es immer schon da war, mal so eine Anmerkung war von irgendjemand, keiner richtig weiß, gehört es dahin oder was soll das sein? Und dadurch immer noch der Betrachter angesprochen wird, seine voyeuristische Seite angesprochen wird, denn das hat ja wirklich, denke ich mal, fast jeder, diese Neugier, diesen Voyeurismus. Und das passiert mir halt oft, dass die Menschen halt beim Betrachten vor den Bildern stehen, schauen, was da steht, das versuchen wieder mit dem Gesehenen in Zusammenhang zu bringen. Oder aber eben auch direkt zu mir kommen und sagen, du sag mal, was steht denn da eigentlich? Ich kann das nicht lesen. Wo ich dann wirklich sagen muss, ich kann es auch nicht mehr lesen. Also ich weiß nicht, was da steht. Und ich weiß es auch oft wirklich nicht mehr. Und es ist dann wirklich so, dass ich meine Bilder später betrachte und selber staune, was ich damals gemacht habe und wie ich darauf gekommen bin. Also ich bin oft selbst Betrachter meiner Dinge, als ob ich sie nicht getan hätte. Gerade später, ne? Ja. Ja, genau, so ist das. Und wenn ich das dann beendet habe, diese Sprachcollage damit eingefügt habe, dann ist das Bild so gut wie fertig. Dann arbeite ich halt nur noch mit so technischen Sachen, dann wird das nochmal richtig, was ich eigentlich immer tue, wird halt richtig eingerieben. Die Worte, genau wie die Collage, die Papiercollage, wird mit Lappen in das Trägermaterial nochmal richtig reingerieben, dass es sich richtig verbindet. Das tue ich dann am Ende mit einem Lappen, der in Öl getränkt ist, was jetzt zwar ein sehr technisches Detail ist, aber was ich finde sehr wichtig ist. Und dadurch entsteht nochmal dadurch ist das Papier nicht so lose aufgelegt und geklebt, sondern gehört richtig in diese Welt rein. Und dann ist das Bild beendet.